Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Durch intensive Recherche habe ich jetzt herausgefunden, dass es ein Ding gibt, das tatsächlich mehr gesundheitsschädlich ist als ein Bollywood-Film. Der Soundtrack von einem Bollywood-Film. Und trotzdem, obwohl es doch eigentlich Verbote gibt internationaler Natur, um quasi Massenvergiftungs- und Vernichtungswaffen zu verkaufen, darf man Bollywood-Soundtracks trotzdem straffrei vertreiben. Und ich weiß das, weil ich habe einen bekommen zu dem absoluten Meisterwerk Chuck D. India, wo man übrigens auch sagen muss, ja, in meinem Fall ist es dann eher Chuck D. Donau, because ich würde diese CD gerne in der Donau eine chucken. Aber ganz im Ernst, das, was in dem Fall Chuck D., die Mörderpuppe, uns serviert hat, war ein unglaublich unsäglicher Bollywood-Schinken, der mehr oder weniger die Geschichte von der Frauennationalmannschaft im Landhockey erzählt hat. Nicht gleich abschalten, keine Sorge, es wird noch uninteressanter, wenn ich dazu sage, dass dieses Masterpiece of Shit die Dreistigkeit hatte, sage und schreibe 3 Stunden dafür zu verschwenden. Aber zumindest hatte der Film die Güte, die absolute Güte, wo man fast eigentlich einen Friedensnobelpreis verleihen konnte, im Gegensatz zu einigen anderen Bollywood-Filmen keinen Gesang zu haben. Es gab zwar Musik im Hintergrund, die auch furchtbar war, also brauchen wir jetzt gar nicht beschönigen, war auch wirklich, wirklich ekelhaft, aber nicht so ekelhaft, wie es sein hätte sollen. Also, wo man sagen kann, das ist so, wie wenn man nur einen rostigen Nagel ins Knie gedrückt kriegt und keinen rostigen, glühenden Nagel ins Knie. Was allerdings André, nachdem er mir erstens die DVD von Chuck die India bereits vor einiger Zeit in ein Mystery-Paket gepackt hat und sich ein Review von diesem Film gewünscht hat, danke vielmals nochmal dafür, landete jetzt im neuen Mystery-Paket tatsächlich die Soundtrack-CD. Um es mit den Worten von Oliver Kalkofe zu sagen, gesungenes Gammelfleisch aus Indien habe ich jetzt hier auf CD, aber tatsächlich muss man dazu sagen, dass dieser Film, dadurch, dass er ja eben kein normaler Bollywood mit Singen und Tanzen und dem ganzen Scheiß ist, haben wir es hier mit einer CD zu tun, die nur 7 Tracks hat. Gut, es ist tatsächlich, sind noch 2 Bonus-Videos drauf, aber leider, ich glaube, mein Computer kann die nicht abspielen, weil der ist jetzt gerade kaputt gegangen. Aber wir können ihn immer hineinschauen, wenn wir das unbedingt... Nein! Nein, ich kann mir diese furchtbaren Song-Interpretationen sogar als Klingelton auf mein Handy holen. Nein, danke. Mein aktueller Klingelton ist "Der Zug hat keine Bremse" von Lorenz Büffel und das wird er verdammt nochmal auch bleiben. Außerdem können wir dieses Digipack tatsächlich noch einmal weiter aufklappen und können uns mehr oder weniger das großartige Team hier anschauen, diese fantastischen... Entschuldigung, da kommen wir wirklich kurz das Essen hoch. Diese fantastischen, tatsächlichen Nicht-Schauspielerinnen in dem Film, die tatsächlich mehr Sportlerinnen sind als Schauspielerinnen, aber tatsächlich ist diese CD auch noch in einem Digipack. Multimedia Frontiers Limited. Ja, das erinnert mich ein kleines bisschen, wenn ich das anhören muss, dass mir wahrscheinlich so wie am Ende von dem einen Typen in dem französischen Film Frontiers ein kleines bisschen der Schädel platzt. Das ist wirklich Qual. Wo sind die Genfer Konventionen, wenn sowas in meinem Briefkasten ist? Ganz, ganz, ganz grauenhaft. Dafür aber zumindest mit Hologramm. Ist ja auch irgendwas. Aber wie gesagt, es hätte schlimmer sein können. Nicht viel, aber es hätte schlimmer sein können.